Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Unboxing. Da machen wir zwei Videos: Unboxing und Hardware-Video. Ich wollte eigentlich alle den eben machen gerade, aber nein, wir machen zwei. Und zwar habe ich bei meinem Kumpel René wieder mitbestellt. Der hat wieder bestellt und mein HWV hat. Er hat mir dann über WhatsApp dann halt wieder Fotos geschickt und so. Na, was soll ich sagen? Der HWV. Und da konnte ich nicht widerstehen. Und ich habe mitbestellt. Im Black. Also wenn ich gucke, dann meistens im Black. Kennt ihr ja. Ja, und das würde ich jetzt mit euch gleich mal auspacken. Ich bereite hier schon mal alles vor. Seht ihr? Zack. Und dann gucken wir uns das alles schön an. Wir werden den befüllen. Während des also im Unboxing jetzt noch befüllen. Und dann machen wir nachher einen Hardware-Check. Und gucken mal an, wie er dampft und ob alles klappt, so wie es klappen soll. Oder ob es da irgendwo Probleme gibt. Aber jetzt erstmal umbauen. So, wir sind am Unboxing-Tisch. Wir zoomen mal nicht ganz so nah ran. Ich habe da irgendwo mein Messer gehabt. Wie doof. Ach, da. So. Rea X. Nee. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ist ja ein H davor. Rea X oder so. In schwarz, komplett. Oh Gott, das ist wieder klein geschrieben. Der ist ein BP Mesh Coil mit 0,3 dabei. Ein BP Mesh Coil mit 0,15. Ein Glas. Tube, Typ C-Kabel, User Manual, O-Ringe, ja, werden wir ja gleich sehen. Was ist mir zu klein geschrieben, ey? So. Uiuiuiui. Schicki, 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 würde ich sagen. Schicki, schicki, schicki. Mensch. Oh, die hat er. Der ist schön. Oh ja, den gucken wir uns gleich an. So, was wir noch mit bei haben. Ach, hier sind die Coils erklärt. Das gucken wir uns gleich an. User Manual. Hier haben wir O-Ringe. Und einen großen Dichtungsring. Ich denke mal, der wird für oben sein. Hier haben wir dann nochmal ein Ersatzglas, oder? Ach nee, das ist ein. Ah, okay, das ist ein größeres Glas. Das können wir uns nachher angucken. Und eins ohne Bauch. Und hier ein Ersatzkeul. Und der USB-C-Kabel ist da mit bei. Ja, den brauche ich nicht rausnehmen. Ich habe hier noch ein USB-C-Kabel. So, wir legen das mal kurz beiseite und gucken uns den mal an. Oh, der sieht doch sehr schön aus. Der sieht doch sehr, sehr schön aus. Der gefällt mir. Schön Druckpunkt haben die Knöpfe. Hier hinten ist dann so ein bisschen. Ach, wie. Ein bisschen Styropor. Ne, Styropor nicht. Der Stoff ist hier hinten drauf. Ich muss mal so machen, damit das die Kamera fixiert. Wartet. Er kann aber auch selber fixieren. Ne? Eigentlich soll meine Kamera auch Fokuspunkt selber über Touchscreen machen können, aber irgendwie will er nicht. So. Da, ach, jetzt haben wir einen Fokuspunkt. Okay. Aber wenn ich hier Display andrücke, macht er nichts. Also sehr kurios.
Na. So, jetzt ein bisschen sieht man es. Ja, das ist halt doof, das kann man halt nicht so richtig schön zeigen. Hier unten haben wir dann. Schön die Winde. Da kommt dann ein Akku rein. Och. Ich hab's mit die Winde, mit die Winden habe ich es immer so. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Oh, da kann man aber weiter reinschrauben. Da schrauben wir mal lieber nicht so weit rein. Nicht, dass es dann unten rauskommt oder so. Hier ist der USB-C an der Unterseite. Oh, der hat schön. Oh, der liegt schön in der Hand. Oh, der liegt schön in der Hand. Der gefällt mir. So. Und jetzt schrauben wir mal den Tank ab. Gucken da mal oben auf 510er rauf. Das sieht schön aus. Ja, gefedert. Straff gefedert, aber gefedert. A steht da drauf. Auch alles schön glatt, also keine scharfen Ecken, Kanten. Ja, man ist es von Espaillat gewöhnt, dass man Qualität bekommt. Hier ist das Espaillat-Logo dann drauf. So, jetzt gucken wir uns mal kurz in der Anleitung an, ob da steht, welcher Tank wie viel kann. So. Also, den Keil tauschte von unten. Befüllen tusten von oben. Das gucken wir uns gleich an. Hast aber auch einen fette Drip-Tip da oben drauf. Ich bin gar nicht mehr gewöhnt, so viel zu dampfen, also so extrem. Ich habe da eigentlich so um 55 Watt, so mein Sweet Spot, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Glastube. Ja. Oh, das ist alles so klein geschrieben. Also jetzt für mich jetzt im ersten Augenblick nicht ersichtbar. Vielleicht steht ja hier irgendwie Karton irgendwo drauf. Wie viel Milliliter der hat. So. Aber auch hier schön große. Gut, jetzt sind wir schon über das Unboxing hinaus. Scheißegal, ziehen wir durch. So. Schön große Luftschlitze. Hier haben wir unser Drip-Tip. Ihr seht, das ist hoppala, kein 510er. Das ist schon größer. Und befüllen. Von oben. Da haben wir dann hier zwei fette Löcher, wo wir befüllen können. Und da haben wir dann auch so ein Ersatzgummi mit bei. Bei den O-Ringen habe ich euch ja gezeigt. Und wird nicht geschraubt. Also schon geschraubt, aber rauf. Und dann einfach nur so
in eine Richtung kurz gemacht. Der geht dann auch nicht mehr weiter. Und wenn wir locker machen wollen, einfach rüber und locker. So. Und wenn wir die... So. Schöne große Base. Von Hurricane, okay. Und dann kann man hier den Coil rausmachen. Den gucken wir uns auch gleich an. Und ja, rein theoretisch könnte man auch zur Not hin hier drunter. Also das ist ja dann zu, weil wir den Coil hier drin haben. So, kommt das ja zugeschraubt, dann kommt da nichts durch. So, das ist ja dann praktisch hier so eine kleine Erhöhung, wo hier rankommt und hier geht das Liquid ja dann, fließt das ja auch noch teilweise hin. So, aber man kann halt darüber auch praktisch den Tank betanken. Wir gucken uns jetzt erstmal die Coils an. Wir haben jetzt drinnen einen verbauten Coil. Der ist, Moment, ich muss mir das selber erstmal angucken, 0,15 Ohmen mit 60 bis 80 Watt wird der bedampft. Und hier haben wir einen, kann ich nicht sehen, ich muss das aufmachen, sonst kann ich es nicht sehen. Moment, ich muss mein Handylicht mal anmachen hier noch zusätzlich. Das ist auch mal so clean geschrieben. 0,3. Ich mache jetzt einfach mal Trick 17. So. Das mache ich eigentlich in der Regel immer so. So. Foto machen und großzoomen. So, das ist 0,3 und den können wir 30 bis 40 Watt bedampfen. Also da könnt ihr sehen. Warum eine Lupe, wenn man auch ein Handy hat? So, die 0,3 packen wir weg. Wir lassen den mit 60 bis 80 Watt drinne. Erstmal. Und wir schrauben den mal komplett auseinander und gucken uns den mal an. So. Kann man den noch weiter auseinanderschrauben? Nee, weiter geht nicht. Das ist wohl eine feste Einheit. Ja, mit dem O-Ring hier, mit dem... Ah, hier. Das können wir abmachen. Nee. Also das Einzige, was auseinander zu bauen ist, wir können unten praktisch... Ja. Die Base können wir abschrauben. Das Glas können wir rausmachen. Wir lassen es aber drauf wieder. Und die Airflow können wir abmachen. So. Und dann natürlich muss oben... Topcap wieder drauf. Dass hier nichts passiert. Und 15er Drip-Tip. Also da muss ich wahrscheinlich, die Airflow muss ich wahrscheinlich, so viel Durchzug bin ich gar nicht mehr. So, machen wir einfach mal jetzt wieder rein. Wir befüllen ihn gleich. Geht auch alles ganz leicht von der Hand. Habe ich irgendwie verkehrt rum? Nö, die sind gleich. Die sind hier exakt gleich, also braucht er keine Angst haben. So, ich lasse aber mal den größeren Tank drauf. Airflow mache ich erstmal zur Hälfte. So, und dann würde ich sagen, dann betanken wir den jetzt einfach mal.
Wartet. Ich will noch gucken, wer den Einstellungen. Ich will den noch einmal. Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe eine Batterie geholt. Akku. Müssen wir mal gucken. Wie rum kommt denn das? Ich denke mal oben rum plus. Ach, unten hier steht ein Minuszeichen. Gut. Also mit dem Nuppel nach oben. Oh, ich hasse Drehwinde. Ich glaube, ich lasse den Akku hier drin und mache dann immer einfach nur mit USB-Ladegerät. Ey, das ist was. Das geht mir auf den Sack. Ich hasse sowas. So. Ach, da kommt auch gleich Espire. 3, 4, 5. So, jetzt machen wir das nochmal an. 1, 2, 3, 4, 5. Schön das Espire-Logo. Oben rot. Die Farbe können wir auch wieder tauschen. Denke ich mal, wird die hier auch wieder so sein. Ich habe jetzt hier halt hier nichts drauf. Also Check Atomizer sagt da natürlich nichts an. Also, dass ich gerade drauf habe, weil funktioniert ja nicht, ich habe ja nichts. So, dann machen wir mal. Was war der? 60 bis 80 Watt oder was? Also vier verschiedene Coils gibt's. Den 1,5 haben wir und den 0,3. Es gibt den Mesh Pro Coil 0,15. Es gibt den BP Mesh Coil mit 0,15. Es gibt den BP Mesh Coil 0,17 und es gibt den BP Mesh Coil 0,3. Ja, also. Ach, so ist das schon viel angenehmer. So, also der BP Mesh Coil, der BP Pro Mesh Coil 0,15 ist Kantaldraht. Den kann man von 80 bis 100 Watt bedampfen. Und gibt eine 5 Stück Verpackung. Und den BP Mesh Coil 0,15 Kantaldraht, der jetzt mit bei ist, ist 60 bis 80 Watt. Auch eine 5er Verpackung gibt es davon. Den BP Mesh Coil 0,17, der ist nicht mit bei. Der ist 45 bis 50 Watt. Auch eine 5er Verpackung. Und den BP Mesh Coil 0,3 Kantal ist 30 bis 40 Watt. Ja, wir haben jetzt den 0, wir machen den 60er, 60 bis 80 Watt haben wir ja jetzt drin. Und wir stellen einfach mal ein auf 50 Watt. Wir wollen ihn ja ruhig dann nachher eindampfen. Wir fangen mit 10 Watt drunter an und dann können wir in Wattschritten hochgehen. Das ist dann, ich mach mal so, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr sehen. Und das ist dann auch vielleicht ein bisschen besser. Voltage, Bypass,
TCNI. Ach, auf Grad kann man, also auf Temperatur kann man den auch einstellen. TI. Standstill. P1, P2, P3, P4. Ach, wir können verschiedene Profile erstellen, so wie es aussieht. Dann machen wir hier mal P1, die 60 Watt, was er hat. So, 60 können wir machen. Und der nächste wäre dann halt 80 Watt. Da könnte man halt die Anfangsprofile einstellen. Ah, P steht für die Puffs, also das schon, 0 ist jetzt neu, weil und 8 steht auch schon da, weil wurden schon mal 6 oder 8 Züge hier irgendwie gemacht, zum Testen wahrscheinlich. Jetzt ist es auf 0. Plus minus gleichzeitig drücken, ist er geblockt. Powerknopf geht noch. Aber plus minus geht nicht mehr. Und Menü auch nicht. Wieder minus, plus und minus gedrückt halten. Plus und minus gehen. Menü geht auch. Wenn ich jetzt hier einfach mal Menü gedrückt hatte. Menü und Plus. Nix. Menü und Minus. Nix. Menü und Power. Nix. Ja. So sieht das Display aus. Also wir können die Farbe denn wohl doch nicht ändern. Das ist wohl so eingestellt. In diesem Blauton hier. Ja, da muss ich dann übersetzen. Da muss ich wieder mit Fotoapparat machen. Also mit Handy, um mir das abzufotografieren und groß zu machen. Das ist nichts für mich. So. Aber nichtsdestotrotz
Jetzt erkennt dann an mit 0,17. Wir werden den jetzt einfach mal befüllen. Natürlich mit Tom Clark. Hier. Mein Standard. Immer noch mein All Day. Also ich habe zwei All Days. Einmal Tom Clark und einmal ja, Lemmtart eigentlich momentan. Zitronenkuchen hat es mir auch angetan. Oh, dann donnern wir mal hier ordentlich was rein. So, jetzt habe ich wirklich gemacht bis Stehkante. Weil der Keul saugt sich ja auch nochmal voll. Logischerweise. Muss jetzt mal wieder zuschrauben. Ja. Und jetzt einfach hier von oben gucken, dass er hier rinflutscht, da flutscht da drin und dann einfach ein Stück nach rechts drehen und fertig ist. Und schon haben wir ihn befüllt. Der ist jetzt komplett voll. Hoppala, Entschuldigung. Habt ihr ja nicht gesehen, großartig. So, der ist jetzt befüllt. Wir haben auf 50 Watt eingestellt, wir werden ruhig anfangen. Aber wir müssen jetzt erstmal warten, hier kommen schon die ersten Bläschen. Der muss sich jetzt hier erstmal ordentlich durchziehen, der Keul. Da würde ich sagen, da warten wir erstmal ab. Und dann machen wir nachher ein Probedampfen. So, das können wir alles wieder wegpacken. Ersatzohrringe, Anleitung und alles. Und wie gesagt, es gibt auch zusätzlich noch hier andere Coils. Und die sind auch meistens kompatibel mit den anderen Aspire-Geräten. Das finde ich das Geile. Du hast eine Packung, einen Coil. Du kannst die nächste holen, der passt noch hin. Du kannst deine Coils noch weiterverwenden. Du hast einen Coil, der halt dir fällt, kannst du beim nächsten Gerät wieder weiter benutzen. Ist sehr schön. Das ist richtig cool gemacht. So. Vom Aufbau her sehr schön. Schön griffig in der Hand. Ich finde halt auch, wie gesagt, den Stoff hier hinten sehr schön. Also das ist halt, Mensch, ich fässt sich so ein bisschen an wie weicherer Kork. Ich weiß nicht, was das für ein Stoff ist. Ich komme da nicht drauf. Und dann schön schwarz alles. Schöne schwarze Kombi. Gibt's auch mit Schwarz-Silber. Dann wäre denn das hier in der Mitte Silber. Aber, ja, Black is beautiful. Und dann darf nur nicht meine Frau sehen und wissen. So. Okay. Hier ist ja die silberne Version, seht ihr ja. So, das soll es jetzt soweit auch gewesen sein für das Video. Schöne kleine handliche Gerät. Ich bin mal gespannt, wie er beim Probedampfen abschneiden wird. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.